Ist interessant, der erste Job, den Barack Obama nach der Angelobung getan hat. Er hat empfangen den französischen Präsidenten François Hollande. Ein echter Scherzkeks. Und unsere Kollegen von Maschek haben sich dieses Treffen angeschaut. Okay, here with me is the President Hollande of France, or is it President France Hollande? I don't know. It's very difficult. President Hollande, France. So what do you want from me right now, huh? So, ich habe mich hier als Erster eingeladen. Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, es gibt eine strenge diplomatische Rituelle. Ich wusste nicht, dass man kann frei sprechen. Peinliche Stille entsteht. Was könnte ich sagen? Also ich erzähle Ihnen einen Witz, Monsieur le Président. Stellen Sie sich vor, in der 80er Jahre, in der Zeit von der Kalten Krieg, es gab bei CIA, es gab den Wunsch, einen neuen Agent auszuschicken in UdSSR. Wie ging dieser Witz nochmal weiter? Ich habe vergessen, was passiert dann. Also, wie gesagt, der CIA will diese neue Espion schicken nach UdSSR und er kommt in ein Camp und er wird 7 Jahre ausgebildet in allen Disziplinen, in russischer Sprache, in russischer Kultur. Russische Lebensart und er trainiert hart für 7 Jahre und schließlich er ist fertig mit seiner Ausbildung und er wird installiert in Moskau und dann beginnt er mit seiner Arbeit als Espion von der CIA. Was war der Punkt nochmal? Ich habe den Punkt vergessen. So, er arbeitet in Moskau. Aber schon nach wenigen Tagen, er bekommt einen Besuch von der KGB. Und der Mann von KGB, er sagt zu ihm, du bist verhaftet. Du nix Russki, du musst ein Espion sein. Komm mit uns mit zu einem Verhör. So schließlich, er sagt, aber nein, der Mann von CIA. Er sagt, aber nein, ich bin Russe. Hör mir zu. Er zitiert Tolstoi, er kann das fließen. Ohne Akzent. Und er sagt, bring mir eine Flasche Wodka. Und er trinkt das auf X. Ohne umzufallen. Und er kann das. Und dann er tanzt ein Kasachok. Und der Mann von KGB er sagt, du nix Russki, du nix Russki. So schließlich der Mann von CIA sagt, okay, er hat mich enttarnt. Aber sagt mir, wie habt ihr das gewusst? Und der Mann von KGB er sagt zu ihm, zieh dich mal in den Spiegel. Du bist ein schwarzer Mann. Schwarzer Mann, nix Russki. Verstehst du, schwarzer Mann, nix Russki? Kann kein Russe sein, wenn du schwarz bist. So normalerweise hier die Leute lachen. Wieso lacht er nicht? Das ist doch nicht etwa rassistisch. Ich meine, ich habe gesagt, es ist der beste Mann von CIA. Und es ist wahr, in Moskau, es gibt fast keine schwarzen Leute. Er würde sofort auffallen als schwarzer Mann. Dann kann ich untertauchen in Moskau als Schwarze? Holt mich hier raus, bitte! Rettet mich! Ja!